Gut. Dich nehme mit. Dich mache mit tot. Handel. Es gibt viele Händler. Prüfungen. Im ganzen Land finden Prüfungen statt. Dafür haben wir hier ein Haus hochgekraxelt. Oh, da bist du. Komm. Weg da. So. Ja, gehen wir mal in die Richtung weiter. Kommst mit. Also ja, es ist definitiv eine interessante Umgebung. Also nicht so wie sonst. Aber jetzt irgendwas sehr Ungewöhnliches wie ein Zaubererlabor oder dergleichen sehe ich nicht. Obelisk waren wir. Die paar Hütten waren wir. Da oben ist noch ein Berg. Gold auf dem Boden ist immer schön, aber... Nö, hier geht es wieder darum. Wir könnten die eine Spruchrolle benutzen mit Fliegen. Das würde das Ganze ein wenig vereinfachen. Aber ich denke mir, die sollten wir lieber aufbewahren. Hier wäre noch eine Plattform. Ist da irgendwas drauf? Ups. Wo bist du? Da bist du. Nö, nichts drauf. Also vielleicht ist ganz oben auf einer der Hügelspitzen noch was, aber hätten wir wahrscheinlich eher auf der Karte was gesehen. Ja, flieh. Nicht nach vorne fliehen, so. Also nö, ich bin nicht davon überzeugt, dass hier noch irgendwas Interessantes ist. Also, kraxeln wir wieder rüber. Karte. Und wären auch gleich schon in der Stadt. Federfahrt ist hoffentlich noch an. Das sollten wir gleich testen, bevor wir da runterspringen. Markt des Auges noch aktiv. Okay. Federfall. Da ist es ja. Komm, hoch da. Ich mache nochmal einen kleinen Sprung zwischendurch. Geht dann doch dezent schneller. Und Zauberpunkte haben wir ja. Oh, da geht's gar nicht hoch. Problem. Da kommen wir echt so mit dem Sprung weiter. Ich hoffe, die Zauberpunkte reichen. Ah, hier geht's wieder. Okay. Ugh, kletter, 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 kletter. Komm schon. Und drauf. Wirklich weit gucken können wir allerdings nicht. Was ein wenig schade ist. Also trotz Patchen und allem. Aber nö. Ich sehe hier oben nicht irgendwo einen Laboreingang oder einen zerrütteten Turm oder irgendwas anderes, was auf einen Meister schließen könnte. Ja, muss das halt warten. Klingt eh ein wenig außerhalb unserer Kragenweite. Also Erasia, was wollen wir in Erasia? Das kann weg. Das kann weg. Das kannst du dir. Das ganze Erz kannst du dir. Das Erz kannst du dir. Wobei, ich will jetzt mal testen, welches Erz das bessere Erz ist. Also wir tun jetzt diesen Erzklumpen, diesen pinken Erzklumpen dahin. Und die hier nennen wir jetzt einfach mal rot. Das sind die roten Erze. Das heißt, wir machen mit den roten Erzen eine Rüstung. Und gucken, was für eine Qualitätsstufe das ist. Und danach legen wir die roten Erzklumpen weg und machen es mit einer rosa Dingens. Und dann gucken wir, welches besser ist. Das ist ziemlich schäbig. Das ist ziemlich schäbig. Das ist ziemlich schäbig. Okay, also die roten scheinen das Schlechteste vom Schlechtesten zu sein. So. Kein Plan. Können wir das wirklich brauchen? Ja. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Meist ist unverzaubert und wenn, dann nur billige Verzauberung. Jetzt machen wir einmal das rosa Erz. Scheint eine Stufe besser zu sein, aber auch nicht wirklich toll. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Keinen Platz mehr. Stahlkettenhemd. 10, 12, aber sie zaubert langsamer. Ja, trotzdem haben wir wenigstens einen Kettenträger. Das blöde Erz können wir jetzt einfach so verballern.
Plattenrüstung wenigstens dazwischen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Keinen Ding? Platz mehr. So. Wird vertickert. Weil wir ja so wenig Gold haben. Und dann, was machen wir dann? Darf ich helfen? Kaufen. Danke. Guten Tag. Verkaufen. Hast du was Tolles? Oh. Oh. Mehr Rüstungsklasse und Charisma. Ist doch genau das Richtige für sie. Eine Krone. Haben leider keine Rüstungsklasse. Nee. Danke. So. Der kann gleich Guten wieder verkauft Tag. Werden. Du. So. Danke. Bis dann. Also ja, Bracada, wir sind Meistertitel in Meditation. Wir haben das Labor nicht wirklich finden können. Wir wollen uns noch nicht mit der Königin treffen, weder von den Menschen noch von den Elfen. Obelisk haben wir gefunden. Was haben wir jetzt noch für Suchaufträge? Tatalia. Ich denke, Tatalia sollte unser nächster Schritt sein. Also einmal gucken, ob wir die Vase aus Lord Markens Villa stehen können. Einfach nur, weil er uns so reingeritten hat in die Scheiße. Und dann kurz gucken, wie das bei dem Wurm aussieht. Ob wir den Tod bekommen oder nicht. Weil inzwischen haben wir schon ein paar ganz nette Zauber und es ist nur ein Drache. Ja, gucken wir halt. Also, Tatalia. Hallo, ihr wollt reisen? Schlafen. Eine Stunde. Hallo, Tatalia. Es geht sofort los. So, hier haben wir Hufeisen eingesammelt, sonst haben wir aber fast gar nichts gemacht. Wir waren nicht in der Taverne, wir haben nicht Arkomensch gespielt, sind die Häuser nicht abgegangen und so weiter. Und das meiste von den Häusern lassen wir auch erstmal. Nur herein. Proviant. Bitte sehr. Schlafen müssen wir nicht. Denn wirklich noch Titel, die wir bräuchten, stehen nicht mehr so viel an, oder? Waffenmeister-Experte, aber das wird bestimmt in Harmondale, Tuleranischer Forst oder... Wie heißt das andere? Also in den Startgebieten quasi sein. Seelen- und Körpermagie ist garantiert in Erassia, da sind wir gerade weg. Platte. Ja. Hier nichts. Hier nichts, hier nichts. Ja doch, Schild, aber das ist auch im Anfangsgebiet. Also nee, alle Privathäuser jetzt abzuklappern wäre jetzt halt Verschwendung. Wer bist denn du? Evermorn-Inseln. Die Evermorn-Insel ist eigentlich nicht wirklich verschollen, sondern vielmehr schwer zu erreichen. Sie ist von tückischen Riffen, Sandbänken, Strudeln und Haien umgeben. Wenn es etwas Gefährliches ist, könnt ihr euch sicher sein, dass die Insel davon umgeben ist. Es gibt nur ein, zwei sichere Seewege zur Insel und die Karte, auf denen sie verzeichnet sind, ist im Chaos der jüngsten Kriege von Piraten verschollen. Wahrscheinlich haben sie die Karte immer noch in ihren Höhlen. Höhlen, ha? Okay, was haben wir hier? Steinhaut. Praktisch. Wenn wir jetzt so eine Feuerresistenzsäule finden, ist alles gut. So ein Drache macht bestimmt ganz schön Aua. Sieht aus wie ein Tempel, da könnten wir uns schon mal wiederbeleben. Aber jetzt erstmal Lord Markhams Villa. Wir hätten gerne Heldtum. Wir hätten gerne magisches Auge. Wir hätten gerne eine Standardzauber-Säurestrahl. Wir hätten gerne Fackellicht. Wir hätten gerne Schild. Und wir hätten gerne Segen. Ist das für alle? Nee, ganze Gruppe. Sehr gut. Okay, und jetzt nehmen wir die verdammte Villa auseinander. Das Ding da. Klick. Jo. Hallo. Die werden uns bestimmt angreifen. Sollten wir sie zuerst angreifen? Das wäre hinterhältig. Wir sind eigentlich nicht hinterhältig. Also, wir sind die Herren von Harmondale. Wir wollen uns hier in den Gemächern umgucken. Okay? Okay. Halt. Lord Markham wünscht keine Besucher, die in seinem Haus herumspazieren. Wenn ihr gekommen seid, um mit ihm zu sprechen, er ist in seinem Gemach direkt im Norden. Nein, wir wollen nicht mit ihm reden. Oh oh. Okay.
einfachen Wachen zuerst. Wow, okay. Ich dachte, das wäre eine einfache Wache. Aber trotzdem konzentrieren. Alle auf denselben zaubern. 7 Schadenspunkte. Du schmerzt den. So weit, so gut. Blitzstrahl? Nein. Warte, wir könnten doch jetzt langsam mal ein bisschen mehr Schaden verursachen. 5 plus 1 bis 3. Also du machst nur 1 bis 8. Ja, nee, okay. So. Säurestrahl. Schon wieder nur 7. Das ist doch komisch. Oh, Kirugon. Hey, heil dich mal. Wenn sie Kirugon schon mit 2 Schlägen runterschlagen, dann müsste ja eigentlich einer von den Magiern ganz, ganz schnell runter sein, wenn sie getroffen werden, ha? Huh? Nicht gut. Schon wieder nur 7. Okay, ich sollte einen anderen Zauber nehmen mit Talana. Du heil dich. Wir treffen uns irgendwie gar nicht. Und du bist ein ganz einfacher Gegner. Das sind nämlich die, die wir auf der Anfängerinsel aus Versehen irgendwie... Ne? Du Eisstrahl. Ja, 27 Punkte. Viel besser. Oh oh, oh oh. Du heil sie. Hilfe! Kirugon ist K.O. Ja. Du läufst nicht weg. Nicht Säurestrahl, der ist nicht gut. Komm schon. Kipp um. Ja, wir haben jetzt einen umgebracht. Obwohl wir total hochgebufft waren und alles. Ich denke, wir sollten laut Markhams Villa doch erstmal in Ruhe lassen. Und irgendwie habe ich nicht wirklich viel Hoffnung, was den Drachen angeht. Wenn uns jetzt schon ganz normale Wachen einigermaßen verprügeln können, dann... Wobei, es waren mehrere. Beim Drachen können wir versuchen, auf Abstand zu bleiben. Was wir in einem Haus ja nicht können. Und dann einfach ein bisschen rumzuzaubern. Ja, doch. Wir gucken uns einfach hier erstmal um. Was wir alles noch so finden. Und wir behalten uns laut Markhams Villa für später. Auch wenn der bestimmt ganz schön irritiert darüber ist, dass die Lords von Harmondale in seinem Haus eingebrochen sind, eine Wache getötet haben und wieder gegangen sind. Einfach so. Oh, was haben wir da? Trolle. Das klingt machbar. Auch wenn es ganz schön wow viele sind. Alle Zauber scheinen zu funktionieren. Ja, jo. Oh, sie sind ganz schön groß. Das sind ganz schön viele. Und die halten tierisch viel aus. Hallo? Einer ist tot. Definitiv eine härtere Ecke hier. Die sind auch ganz schön schnell. Ich sollte sie nicht unbedingt in die Stadt locken. Wir haben einen umgebracht. Okay, bei anderen ist es knapp, aber trotzdem. 2 tot. Dich haben wir noch gleich. So, 2 haben wir umgebracht. Weg, 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 weg. So viel also dazu, dass wir so mächtig sind mit Talanas Säurestrahl und so viel Zauberpunkten und überhaupt. Da lachen die Trolle drüber. Also wir wurden von Wachen verprügelt, von Trollen verjagt und versuchen uns jetzt an einem Drachen. Das ist Heldenlogik. Oh, Häuser? Okay. Gibt's ja auch eine Taverne, das sieht... Das ist ein Schild da hinten. Waffen. Guten Tag, darf ich helfen? Nö. Haben wir was zum Verkaufen? Nö. Danke, ihr Beutelschneider.